Und die Strike auch noch. Wow. Fick dich, Bitch. Ich sag ja, nöt. Dafür nöt. Meine Fresse, ey. Junge, Junge, Junge. So, und jetzt werde ich natürlich nicht mehr groß vom Keller weggehen. Ist ja wohl irgendwo logisch. Oder? Wäre schön dumm, wenn ich jetzt weggehen würde. Und wer das nicht nachvollziehen kann, der sollte echt seinen Kopf mal ein bisschen überarbeiten lassen. Death Heart natürlich. Wow. Aber sie machen es gut. Das gebe ich zu. Alter, ich komm. Guck's euch an, wie ich geblockt werde. Das ist der Hammer. Ich werde aber auf sie gehen. Das ist mir scheißegal jetzt. Die ist mir die ganze Runde auf den Sack gegangen. Und keine Chance. Du siehst es. Ich habe keine Chance, ey. Deswegen nöt. Ganz ehrlich, deswegen nöt. Ja, deswegen nöt. Ganz ehrlich. Und zwar, die jetzt erzähl du mir bitte nochmal, Survivor hätten. Wären sowas von nicht OP. GG. Nice. Blocks. Minus A. Ah, das waren wirklich richtig gute Blocks von denen. Das muss ich leider zugeben. Leider! Das ist das, was sie. Die sollten echt mal ein bisschen. Nope. German. Die sollten echt mal ein bisschen nachdenken. Es, die Tore waren offen. Warum soll ich dann nicht tunneln in dem Moment? Wow. Ah! Gott, oh Gott, oh Gott. So. Gut. Da sind wir wieder. Nächste. Wow, ey, es ist unglaublich, wie salzig ich jetzt schon nach zwei Spielen bin. Das ist echt heftig. Unglaublich. Da kriegt man ja einen leichten Zustand. WTF. Na, und da wundern sich die Leute, dass die Killer campen. Genau wegen sowas. Du hast einfach keine Chance zur Zeit als Killer. Wenn du so eine Gruppe hast, vergiss es. Na, wenn du dann auch jemanden wie Matty dabei hast, hast du sowieso keine Chance, weil der ist fast nicht zu kriegen. Was eine Runde, darauf erstmal rauchen. Jo. Also die wussten definitiv, wie sie Paletten und etc. alles benutzen müssen. Das muss man denen echt lassen. Also das war wirklich eine gute Gruppe und das war richtig gutes Teamplay am Ende. Richtig gutes Teamplay. Die haben alle geblockt. Wirklich alle.
Und es waren überall die Dreckspaletten noch da. Ich bin ja nicht dazu gekommen, die Paletten wegzukriegen. Weil die Gens auch effektiv zu schnell durch waren. Aber naja, gut. Der Dwight hat einen Schlüssel dabei. Ja, das ist mal ganz ehrlich. Ihr könnt mir nicht erzählen, wenn man eine Runde nach der anderen so eine Runde kriegt, da bleibt man nicht locker. Da wird selbst der Ruhigste wird da etwas piefig. Kannst du mir erzählen, was du willst. Na, also ich habe es ja schon erlebt, dass selbst Spätz in solchen Runden dann wirklich mal sauer geworden ist, tatsächlich. Und Spätz ist normalerweise als Killer absolut der, der ruhigste und gelassenste überhaupt, den ich kenne. Was denn, Swody? Ich gebe auf Punkte und Pips etc. gar nichts, mir ist das scheißegal. Ja gut, andererseits, ganz ehrlich, Swody, warum spielst du es dann überhaupt noch? Weil man spielt es ja nun mal auch für die Pips und für die Punkte. Klar, ich bin jetzt auch nicht so pipgeil, in Anführungszeichen, aber man möchte natürlich auch seine Punkte machen, etc. Ne? So, und hier haben wir nämlich wieder die geile Map. Und hier gibt es tatsächlich noch einen Infinite. Und zwar, wenn hier das richtige Fenster auf ist, kommst du als Killer nicht hinterher. Kannst du vergessen. Da kannst du als Killer machen, was du willst. Ja gut, der Billy hätte eventuell noch eine Chance. Ne? Der Billy hätte eventuell noch eine Chance. Aber die restlichen Killer, ja gut, die Nurse eventuell, die Nurse auch noch. Okay. Hier wäre eine Palette gewesen, mein Lieben. Und ich habe dich gesehen, Jin, mein Liebe. Und sie ist ein absolut dummer Survivor in meinen Augen. Nicht nur, weil sie jetzt so dumm, so dämlich war, mir ins Gesicht zu springen. Sondern weil sie die ganze Zeit hier um den Typen rumlüst. So. Ja gut, wie gesagt, also ich bin der Meinung, ich spiele das ja schon, weil ich auch Punkte haben möchte. Ganz ehrlich. Ich möchte Punkte haben und ich möchte auch ganz ehrlich mal ab und zu mal Pip machen. Wo ist der hin? Der eine Dwight. Der war nämlich gerade noch hier. Die ist schlau. Die schmeißt lieber direkt mal die Palette um. Okay, doch nicht so schlau. Ja gut, du sagst, wenn es nicht ist, ist es nicht. Aber mal ganz ehrlich, also ein bisschen Ehrgeiz sollte da schon vorhanden sein, Swody. Ganz ehrlich. Das Schöne ist, ich habe die ganze Zeit hier Chili dabei und gucke noch nicht mal durch die Gegend. Ich Idiot. So, da vorne ist ein Gen angegangen. Ergo, kann der eigentlich nicht weit sein. Ja. Yep. Schade. Oh, mal gucken, wie lange du jetzt noch hier rumsitzen kannst. Ja, und er rennt instant zum Fenster, wie man sieht. Instant.
So, Swatty, dann werde ich dir jetzt mal zeigen, wie das geht. Gut, er läuft jetzt auch gerade ein bisschen dumm. Wow. Stretch Marks wieder for the win. Kappa. Ist der Keller runter? Nee, ist er nicht. Und da waren Blutspuren und Stretch Marks wieder komplett verschwunden. Ich liebe es. Da ist er. Gut, er läuft jetzt gerade ein bisschen holzig, um es mal so schön zu sagen, wie Matty es ausdrücken würde. Aber du siehst es, ich bin ihm hinterher, zack, zwei Gens fertig. Nö. Als Killer bist du echt eine Lachnummer momentan, das ist echt traurig. Wow. Wo ist hier ein Haken? Ganz ehrlich, wo ist hier ein verfickter Scheißhaken? Nee, hier ist der Scheißkeller, wo ich nicht hinkomme, ohne IG. Ja, jetzt weißt du auch, warum der extra da hinten hingerannt ist, ne? Weil er genau weiß, ich kriege ihn nicht in den Keller. Natürlich, hinten durchs Fenster. Kannst du vergessen. Das ist das Traurige an der Map. Yep. Das hast du mittlerweile leider auf vielen Maps, ne? Das in der Nähe vom Keller, egal wie weit der Keller in Anführungszeichen weg ist, du keinen da reinkriegst.